Okay, hallo, herzlich willkommen diesen Morgen. Wir möchten weitergehen mit das letzte Teil von Sprüche 31. Das hoffen wir heute abzuschließen. Und dann nächstes Mal anzufangen mit dem Buch Jesaja. Das hat 66 Kapitel. Wir übereinstimmen mit 66 Büchern der Heiligen Schrift. Und das sollen wir dann hoffentlich im Sommerzeit im August anfangen. Wir sind geblieben bei Sprüche Kapitel 31, das ist das Kapitel über die ideale, tugendsame Frau. Und wir sind da geblieben bei Vers 24 und Vers 25. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Krämer. Ihr Schmuck ist, dass sie reinlich und fleißig ist und wird hernach lachen. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isset ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne kommen auf und preisen sie selig, ihr Mann lobt sie. Viele Töchter bringen Reichtum, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts, ein Weib, das einen Herrn fürchtet, soll man loben. Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Hände und ihrer Werke werden sie loben in den Toren. Lieber Vater, danke nochmals für dieses wunderbare Buch, dieses heilige Wort, was uns reinigt, uns Weisheit schenkt und uns zeigt ein Bild für eine gute, das Kennzeichen eines Gutes, eine gute Ehefrau, auch ein Bild von die ideale Gemeinde, die als Braut sich vorbereitet und auch ein Bild von Israel, wie Israel eigentlich sein soll als der Ehefrau des Herrn. Fallen deine Hilfe und die kommende Zeit, das klar und richtig zu lehren. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Diese Frau, da haben wir schon einiges über gesagt, in Vers 4 und 25. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie den Krämer. Ihr Schmuck ist, dass sie nicht äußerlich schöne Juwelen hat und Ohrringe hat und Diamanten und Gold hat. Nein, sie ist fleißlich, reinlich und fleißig, das ist die Reihenfolge. Reinlich ist heilig. Seid heilig, ich bin heilig. Wir sind in einer Gesellschaft, wo viel Schmutz rundum geht. Heute vor allem via Internet, auch via andere Sachen. Das ist vor allem bei den Jungs, die Bilder, bei den Frauen, das, was sie hören heute, ist so viel Schmutz. Und der Herr möchte, dass seine Braut reinlich ist, erstens, und dann fleißig. Wenn er keine Reinheit ist, ist er auch kein Fleiß. Wenn du nicht recht tust in Beziehung mit dem Herrn, bist du meistens auch nicht fleißig. Das sehen wir gut. Ich war dann einige Zeit her in Nepal und Indien und so weiter. Dann sieht man ein Land, was arm ist, was oft aller Gerichte untergehen muss und wo die Leute sicher nicht halb so fleißig sind als hier. Sie haben keinen Einfluss von der Heiligen Schrift. Sie haben sogenannte heilige Bücher, aber nicht die Heilige Schrift. Als Folge davon ist da eigentlich wenig Heiligkeit und wenig Fleiß. Das sieht man auch in die tiefe Einkommen. Und wird danach lachen. Wann wird sie lachen? Das ist ein Hinweis für die Gemeinde, wenn sie entrückt ist und dann beim Herrn im Himmel Freude hat mit den Heiligen. Nun, wir möchten ein paar Dinge sagen über diese Frau. Eine Frau, die ganz früh aufsteht, Vers 15, sie steht jetzt nachts auf, sie steht früh auf, 4, 5 Uhr morgens und sie ist fleißig, um ihren eigenen Garten zu bearbeiten, das Land zu bearbeiten. Vers 16, sie denkt nach einem Acker und kauft sie, pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Die Frau Katharina von Bora von Luther ist ein gutes Beispiel, hat eigene Tiere, einen Garten gehabt, um ihren Mann und ihre, ich glaube, 5, 6 Kinder zu nähren. Und daneben ist sie eine Frau, die fest arbeitet. Das heißt, es ist sicher nicht so, dass eine Frau nur zu Hause sein soll. Sie kann außerhalb des Hauses arbeiten, wenn sie daneben natürlich ihren Mann und Kinder gut versorgt. Vers 17. Und sie kleidet sich nicht wie die Modelle in Vogue oder in der Bahnhofstraße in Zürich, wo sie eine Handtasche für 5000 Franken kaufen, ja. Das ist nicht die Frau, die wir hier sehen in Sprüche 31. Dafür wird auch gewarnt in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Welcher Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens unverrückt mit sanftem und stillem Geiste. Das ist köstlich vor
Gott. Das heißt, die Frauen der Welt, die denken, Haar flechten, Gold umhängen, Kleider anlegen, die verdienen ein Vermögen für Schmuck und Kleider. Und nochmals, eine Frau kann sie sich anständig kleiden und so weiter, aber soll nicht ein Vermögen daran ausgeben. Das ist ein Kennzeichen von denjenigen, die nur das Fleisch schmucken. Lass uns niemals vergessen, jeder wunderschöne Miss Universum endet mit von einem Wurm gefressen als jede arme Bettlerin. Nou, bezüglich die Kleider, da sind schon einige Dinge über gesagt. Kleidung hat ein morales Effekt auf das Verhalten eines Mannes. Das heißt, junge Dame, pass auf, wie du dich kleidest in Sommerzeit. Das zeigt, wie dein Herz ist. Und ein Mann wird verführt durch, was er sieht. Ist Essen, um dich selber zu vergnügen, kleide dich, um anderen zu gefallen. Die Bibel sagt, was du tust, tu es Herz von Herzen zu dem Herrn und nicht zu, für Menschen. Kleider machen nicht den Mann. Das sagt die Welt, weil die Welt schaut nur das Äußerliche an. Der Herr sieht das Herz an. Das heißt, deine Beziehung mit dem Herrn, das bestimmt dein Herz und dein Charakter bestimmt, wie du wirklich bist. Bleib fern von aller bösen Schein, sagt 1. Thessaloniker 5, 22. Sei nicht die Erste, die in eine Mode reinrutscht und die Letzte, die da rausrutscht. Die Bibel sagt, kleide dich mit dem Herrn Jesus Christus, zieh ihm an. Und nochmals, die Mode, die ändert sich jede 6 Monate. Wenn man mit der Mode mitgeht, dann musst du für so viele Jahre den ganzen Kleiderschrank wechseln. Das ist typisch für die Frauen dieser Welt heute. Menschen können nicht sehen, ob du verwandelt wird in einen Archangel, ein Narr, ein Kriminell, ein Heilige. Aber sie sehen, wenn einen kleinen Knopf hier vermischt, dann sagen sie, schau mal an, ja, das hat er nicht, ja. Aber das Innerliche, das interessiert die meisten Menschen nach der Welt überhaupt nicht. Viele Leute werden Sklaven von ihrer Uniform oder von ihrem Kleid. So von, wenn ich nicht ein schönes Kleid oder mit der neuesten Mode habe, gehöre ich nicht dazu. Wenn ich einen gut gekleideten Narr sehe, dann tut es mir leid für seine Kleider. Richte ein Mann nicht nach seinen Kleidern, richte ihm nach den Kleidern seiner Frau. Das ist seine Weise. Warum? Wenn du ein Mann, der sehr fleischig ist, möchte immer eine Frau haben, die ihr Nacktheit oder ihr Haut viel zeigt in ihrer Kleidung. Vers 26 von Sprüche 31. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit. Das ist als Kennzeichen von einer tugendsamen Frau. Und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Das ist ein Hinweis von der Gemeinde, die mit Weisheit spricht. Und mit einem holdseligen, das ist eine heilsame Lehre spricht. Das ist heilsam praktisch für ihren Mann und ihre Kinder, aber auch heilsam für die Seligkeit von Leuten. Nochmals, Frauen stehen darum bekannt, dass sie noch ein Problem haben mit ihrer Zunge. Das ist ein Grund, warum ich in der Gemeinde keine Frauenstunde erlaube, mit außer wenn meine Frau sie führt, weil da sind so viele Probleme entstanden, wenn Frauen zusammenkommen, um sogenannt zu beten. Und dann meistens ist da viel zu viel geplappert. Das kann zu riesen Problemen führen. Dann haben wir 2 Frauen am Kampf miteinander. Und dann kommen die Männer dazu, werden die Kinder inbezogen. Und bevor du es weißt, hast du ein paar Familien gegeneinander, hast du eine Spaltung in der Gemeinde. Die Frauen können besser sich beschäftigen mit den Dingen, die ihre eigene Familie angehen. Das heißt, ihre Mann und ihre Kinder. Wenn eine Frau sich auch nicht ihrem Mann unterordnen kann oder will, meistens hat sie ein Problem mit ihrer Zunge. Wir sehen als Beispiel davon in der Schrift Eva. Was tut Eva als falsch in 1. Mose 3, 2, 3 und 4? Sie zitiert die Heilige Schrift falsch. Sie sagt etwas weg und dann fügt etwas zu. Und damit kommt Sünde unter den Menschen. Sarah fängt an zu jammern und sagt, na, Gott hat etwas versprochen. Es stimmt nicht, gehe rein zu meinen Sklavin Hagar und aus ihr werde ich gebaut. Und wir haben nun seit 4000 Jahren Ärger, weil die Nachkommen, die Araber und die Israeliten haben bis auf heute 2023 noch immer eine Menge Ärger miteinander. Er hat aber nicht auf seine Frau hören müssen. Michael, die fängt an zu jammern, weil David ist an sie kam und fängt an zu tanzen und zu loben. Und dann kommt Michael und sagt, was für ein König bist du, dass du so halbnackt rundum tanzt? Ja. Und als Strafe bekommt sie keine Kinder. Isabel, die sorgt dafür, dass
ihr Ehemann getötet wird, Achab, nachdem sie Elia so verschreckt mit ihrem Riesenmund, dass Elia für sein Leben gefürchtet hat und davor hat er mehr als 400 Propheten umgebracht bei dem Berg Karmel. Und Frau Herodes, die hat keine Schätzung gehabt für den Prediger Johannes der Täufer, weil Johannes hat gesagt zu Herodes, ihr Mann, du darfst diese Frau Herodias nicht haben, sie wird zu einem anderen Mann und deswegen möchte Herodias bei dem Geburtstag, hat sie alles schon vorausgeplant, Johannes köpfen. Und Rachel hat Jakob ein miserables Leben geführt mit ihrem riesen Mundwerk und kannst du vorstellen, dass Salomo nicht gerne Plätze hat getäuscht mit Beethoven, die niemals geheiratet hat, weil er konnte keine Frau kriegen. Wenn seine 1000 Frauen jeden Tag gejammert, kritisiert, gelästert haben und gejammert haben gegen ihre Ehemann, dass sie nicht genügend Aufmerksamkeit oder Schmuck oder Kleidung haben dürften. Ja. Doch wir lesen hier in Vers 26, auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Das heißt, sie kann ihre Zunge beherrschen. Sie ist nicht eine Frau, die bekannt ist um ihre Sarkasmus, um falsche Anschuldigungen, schlechte Gerüchte weiterzugeben, Afterreden, Gejammer. Nicht eine Frau, die immer Fehler findet und so weiter. Und nochmals, ein Mann hat mal gesagt, die ideale Ehe ist ein Mann, die, zwischen einem Mann, die taub ist und einer Frau, die blind ist. Nicht alle Frauen sind schuldig, um Afterreden zu wiederholen, weil eine von ihnen hat das angefangen. Ich habe mal gesagt, ja, eine Frau, die nicht Afterredet, die hat keine Freunde. Und da ist leider ein bisschen Wahrheit rein. Wenige Schreiber sind so inspiriert, es geht hier über Philosophen, als wenn sie über sich selber reden. Afterreden ist das, was jede Person kritisiert, aber gerne hören möchte. Sprich nicht viel über dich selber, das tun die Leute, die du hinterlässt, nachdem du die Gesellschaft verlassen hast. Wenn jedem Mann gerne seine wahre Meinung sagen sollte, dann gibt es kein Gespräch mehr. Und nochmals, lassen wir uns anschauen, was die Zunge tut. Und es ist auch an sich ein interessantes Studium in 1. Mose 3, dass so viel Elend fängt an mit der Zunge. Jakobus Kapitel 3, das geht hier um die Sünde der Zunge. Hier wird erwähnt in Vers 5, also ist auch die Zunge ein klein Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein klein Feuer, welch ein Wald zündet es an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an all unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlange und der Meerhunde werden gezähmt und sind gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlicher Giftes. Durch sie loben wir den Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen, es soll nicht, liebe Brüder, auch so sein. Mit anderen Worten, pass auf, was du rauslässt. Vers 27 von Sprüche, Kapitel 31. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isset ihr Brot nicht mit Faulheit. Sie ist eine fleißige Person. Das heißt, sie kann sicher außerhalb des Hauses arbeiten, aber sie muss ihre Haushaltssache schon darin getan haben. Und nochmals, wenn ein Mensch nicht arbeitet, soll er auch nicht essen. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass man eine Frau lernt zu arbeiten mit ihren Händen. Beste Beispiel auch, dass die Gemeinde hier im Nordwesteuropa mit der Reformation aufgekommen ist. Protestantismus, unabhängige Baptistengemeinde, auch in den USA. Die zwei Gebiete, die reichste der letzten 500 Jahre gewesen sind, wegen der Arbeit von dieser Gemeinde, die Braut des Herrn. Vers 28, ihre Söhne kommen auf und preisen sie selig, ihr Mann lobt sie. Sehr wenige Männer preisen ihre Frau, bedanken sich persönlich für ihre Kinder oder Gäste, wenn ihre Frau etwas richtig hat gemacht. Wenn Kinder und Ehemann wohl sprechen von der Königin des Hauses, hat sie dieses Kompliment 100% verdient. Und wie geht es oft heute, leider,
Dann kommt ein Gast und dann sagt der Gastgeber, ah, komm binnen, rein, dass ich vorstellen an meine Frau und hier ist mein Hund. Oh, und der Hund, das ist doch ein fantastischer Hund, ja, die Hund, die kann dies und das. Und dann fängt der Hund an zu preisen und seine Frau, die steht dabei und die wird überhaupt nicht gelobt. Und das ist natürlich nicht so anständig. Hier als Beispiel in einen Mann, die hat einen evangelistischen Dienst besucht und hat versucht dann anzuwenden, was 1. Petrus 3, Vers 7 sagt, dass ein Mann soll seine Frau als schwachste Glied auch ehren. Und der Mann kommt nach Hause und sagt zu seiner Ehefrau, liebe Ehefrau, du bist das Liebste, was der liebe Herr auf dieser Erde gemacht hat. Ich bin so froh mit dir. Und dann fängt die Frau direkt an zu weinen und sagt, oh Herr, du hast mir heute mehr Schwierigkeiten gegeben, als ich heute tragen kann. Heute ist der Kuh gestorben, das Schwein ist weggelaufen und nun hat mein Ehemann auch noch seine Vernunft verloren. Er hat nicht gewohnt gehabt, dass seine Frau ihm als sein Ehemann ein Kompliment gegeben hat. Es gibt ein schönes Gedicht von Stephen Leacock, das kannst du mal nachschauen, wie wir Muttertag gefeiert haben. Es geht um eine Geschichte, dass Leute sagen, Mann und Kinder, weißt du, wir haben so einen Segen, dass wir eine gute Ehefrau und Mama haben, wir machen am Muttertag etwas für Mama. Dann was möchte Mama tun? Wir können vielleicht mal mit ihr jagen gehen, ja. Dann kann sie selber auswählen, welches Kaninchen oder Hirsch, und dann gehen wir schießen, dann können wir das miteinander bereiten und machen das für Mamas Tag, Muttertag. Na, alles gesagt, Muttertag, dann gingen alle drehen und so weiter, ganz früh, 5 Uhr aufgestanden. Ja, Auto voll mit Kindern und Ehemann, ja, kein Platz für eine Person nicht. Dann weiß er, Mama, weißt du, was Mama sagt? Muttertag, ich bleib schon zu Hause. Und dann könnt ihr jagen gehen. Ja, das ist eine gute Idee natürlich. Und lass ich mal an Lunch vorbereiten, Frühstück machen, Lunch vorbereiten, könnt ihr gut vorbereitet jagen gehen und so weiter. Und schlussendlich kommt es davon, dass Ehemann mit Kindern jagen gehen, eine schöne Zeit haben, kommen nach Hause mit das Geschossene und Mutter muss das alles vorbereiten, bedient das ganze Familie und am Ende des Tages um 10 Uhr sagen sie, na Mama, es war ein schöner Muttertag, Dankeschön. Und wie hat die ganze Zeit gedient, geputzt und alles vorbereitet? Mama. Na, das ist eigentlich, wie es oft geht. Muttertag. Dann lesen wir in Vers 29, viele Töchter bringen Reichtum, du aber übertriffst sie alle. Diese Frau, die so kostbar ist, ist köstlicher wie Rubine, wie Schmuck. Und dies ist ein Hinweis zu die Töchter, zu Frauen, die noch nicht verheiratet sind. 1. Korinther 7, das sind eine Frau, die noch nicht verheiratet ist, dann kann sie besser ledig bleiben. Wenn sie ledig bleiben kann, kann sie heiraten, dann soll sie doch in den Herrn heiraten und so weiter. Und es ist viel einfacher als Frau, um geduldig zu bleiben, um anständig zu sein, wenn du im Hause deines Vaters lebst, als wenn du mit deinem Ehemann alles teilen musst. Er baut sogar gute Laune, da hast du ein paar Kinder, die Schwierigkeiten machen, um dann auch anständig, lieb und süß zu reagieren. Und das sieht man meistens, vor allem noch in Asien, wo ich gerade herkomme, dass auch Frauen, die verheiratet sind, ganz unterordnet sind und nicht viel sagen. Und das siehst du meistens nicht hier in Europa, die seit 1945 unter die amerikanische Einflüsse gekommen sind, wo diese ganzen Frauenpower-Idee herkommt, mit einem Absicht, die Zerstörung von der männlichen Autorität in einem Haus. Vers 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, das soll man loben. Und wir haben schon einiges darüber gesagt, in der Schrift, im Buch Sprüche. Das heißt, lieblich und schön sein ist nichts. Wenn die Welt und die Leute, die die Welt gern haben, eine Frau preisen und loben, ist das verführerisch und gefährlich. Wenn das Weltsystem ein Kind Gottes preist, dann kannst du schon das Blut Jesu Christi hören, was von seinen Händen abgeht. Das heißt, er hat oft den Herrn und sein Wort verleugnet. Die Frauen dieser Welt, die bekannt sind, ob es nun Politiker sind,
Schauspielerinnen sind, Miss Universum sind und so weiter, die haben eigentlich ihr Körper mehr oder weniger verkauft, um Lobpreis dieser Welt zu bekommen. Und die wunderschönsten Frauen, die schlussendlich kommen zu nichts. Der Wurm soll jede Person innerhalb von 100 Jahren fressen. Und auch der Krebs soll jede Person nehmen. Deswegen sagt die Bibel, lieblich und schön sein ist nichts, es vergeht, es ist vergänglich. Es ist Eitelkeit der Eitelkeit, sagt Salomo im Buch Sprüche. Und viele Frauen haben ihr wunderschönes Körper prostituiert, um unerlöste Menschen, Männern zu vergnügen oder Geld daran zu verdienen. Jahre her war ich mal bei einer älteren Dame, die hat ausgesehen wie eine 50-Jährige. Sie war nur 35 Jahre alt. Und wenn ich weggegangen bin und mit ihr ein Bild gesehen habe, sie hat noch eine Tochter gehabt, habe ich gesagt, oh, das ist ihre Tochter. Hat sie gesagt, nein, das war ich 10 Jahre zurück. Und was ist das? Wenn eine Frau viel sündigt, das heißt, viele verschiedene Männer hat, raucht, trinkt und heute Drogen muss man dann dazu nehmen, Kokain und so weiter, kann das Gesicht einer Frau sehr schnell verältern. Sie kann dann eine Menge Dinge darauf plakatieren, hä, mit diesem Make-up, was ein Vermögen kostet, aber es kann nicht die Kraft der Sünde in ein Frauengesicht wegnehmen. Das ist ganz klar. Und eine Frau, habe ich auch gesehen, die ab und zu Jahre mit den Herren geht, die kann als 60-70-Jähriger einen wunderschönen Blick, eine Strahlung haben, die mit kein Make-up zu bezahlen ist und sicher nicht mit diesem Botox-Zeug und Operationen zu zahlen ist. Ja. Jahre her war da ein Missionar, also im 13. Jahrhundert, Raymond Lull. Und Raymond Lull, die hat einen Ruf bekommen, um als Missionar nach den Muslimen zu gehen. Aber er war riesen verliebt von wunderschöne königliche Königstochter. Und sie hat dann am Ende gesagt, ich möchte dich etwas zeigen. Und dann hat sie ihr lange Haare genommen, nach vorne genommen. Und dann war hier hinten so ein Krebsgeschwür, so groß. Und Lul hat sich bedankt. Und nächstes Mal hat er am Boot noch nach Tunesien, hat dann das Evangelium unter den Muslimen angefangen zu verkünden, ist er auch dann später am Martyrertod gestorben. Er hat gelernt, Gott, der Mensch sieht dann, was äußerlich ist, der Herr sieht das Herz an. Wir lesen in Vers 30, ein Weib, das einen Herrn fürchtet, soll man loben. Maria wird gelobt in Lukas Kapitel 1, Vers 42. Weil als Jungfrau hat sie den Herrn gebärt. Gebenedeit, gesegnet seist du unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Ruth wurde so gesegnet, weil sie hat alles aufgegeben, einen zukünftigen Ehemann ihres Volks, ihre finanzielle Sicherheit, um ihr Schwiegermutter zu folgen und dem Gott ihrer Schwiegermutter zu folgen. Rahab wird auch so gepriesen in Jakobus Kapitel 2, Vers 25. Und wir lesen da, die hohe Rahab ist nicht durch die Werke gerecht worden, dass sie den Boden aufnahm und lasst sie einen anderen Weg hinaus. Sie hat die Botschaft Gottes anerkannt als heilige Menschen von einem heiligen Gott. Sie hat den Herrn gefürchtet. Der Fürchtesinn ist der Anfang von Weisheit. Das ist so wichtig. Die heutige Christen und auch die meisten Jugendlichen heute, die haben keine Furcht Gottes mehr. Aber Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist und ist auch fähig, jemanden in die Hölle zu schicken. Schlussendlich Vers 31 von Sprüche 31. Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Hände und ihrer Werke, wenn sie loben in den Toren. Die Früchte und Werke sind verbunden mit das Leib Christi, mit dir als Christ. Bei der Richterstuhl Christi sollst du wegen deiner Werke einen Lohn bekommen. Und die Art deiner Werke ist wichtig. Wenn du etwas getan hast für den Herrn, hat er nur Ärger gegeben. Das ist kostbar für Gott. Die liebe Christi soll uns darin dringen. Und in 1. Korinther 3, Vers 10 bis 14 wird viermal Werken genannt, die wir gerichtet werden bei der Richterstuhl des Herrn Jesus Christus. Das heißt, eine Frau soll bekommen, was sie verdient hat, wenn sie ein gutes Gerücht bekommen hat, Vers 23. Ihr Mann ist berühmt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Vers 28, ihre Söhne kommen auf und preisen sie selig, ihr Mann lobt sie. Lob von Ehemann und Kinder hat sie dann wirklich vom Herzen verdient. Manche sagen, was du bist, spricht so laut, dass er nicht hören kann, was du sagst.
Eine Frau wird vor allem beurteilt nach dem, was sie tut. Heute ist die in den Medien, sie muss eine schöne Figur haben, ein schönes Gesicht haben, aber sie muss kein Gehirn haben, kein Charakter, das ist alles unwichtig. Das ist das Umgekehrte in der Heiligen Schrift. Das heißt, eine Frau wird gerichtet, vor allem eine Ehefrau, Mutter, nach dem, was sie tut. Besser eine tüchtige deutsche Hausfrau als ein französisches, italienisches Modell. Nun, dann möchte ich noch eine Sache erwähnen, und das ist, in der Heiligen Schrift gibt es 12 Arten von Frauen, also im Buch Sprüche. Wir haben eine Frau, die wird genannt in Sprüche Kapitel 11, Vers 22, als einen ein Schönweib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem güldenen Haarband. Eine schöne Frau wird genannt, ein Sprüche 11, 16, eine holdselige Frau wird genannt, Sprüche 6, Vers 26, eine Ruhe wird da beschrieben, die haben wir in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht beschrieben. Eine Hure bringt einen ums Brot. Wir haben gesprochen über eine Frau, die genannt wird in Sprüche 30, Vers was haben wir das? Sprüche 30, Vers 23, als eine feindselige Frau. Wir haben gesprochen über eine Frau, die zu viel redet, in Sprüche 21, Vers 9, was kein Segen ist, das sehen wir oft auch leider in vielen Gemeinden. Es ist besser wohnen im Winkel auf dem Dach, denn bei einem zänkischen Weib in einem Hause beisammen. Eine zänkische Frau. Wir haben gesprochen über die fremde Frau in Sprüche Kapitel 2, Vers 16. Dass du nicht geratest an eines anderen Weib und nicht den eines, die glatte Worte gibt. Wir haben gesprochen über eine Frau, die nicht so positiv ist in Sprüche 6, Vers 24, als den bösen Weib, vor der glatten Zunge, der Fremde. Wir haben gesprochen von einer Frau in Sprüche 21, Vers 19, die genannt wird eine zänkische und zornige Frau. Wir haben gesprochen über eine weise Frau in Sprüche 14, Vers 1. Durch weise Weiber wird das Haus erbaut. Und wir haben gesprochen über diese Frau in Sprüche 12, Vers 4, die genannt wird ein fleißig Weib ist eine Krone ihres Mannes. Das sind 12 Arten von Frauen, die im Buch Sprüche erwähnt wird. Und schlussendlich, dieses Buch Sprüche ist ein Buch, um viel über nachzudenken. Es sind die unsichtbaren Reichtümer, das größte Buch der Bibel für wahre Philosophen. Ein wahrer Liebhaber der Weisheit wird beeindruckt von 31 Kapiteln voll Weisheit, die noch immer so wahr sind als 3000 Jahre her, wenn sie geschrieben wurden. Und unabhängig von dem satanischen Einfluss, eine destruktive Kritik von Protestanten und katholischen und evangelischen neue Übersetzungen, die Septuaginta und neue deutsche Übersetzungen, ist hier noch immer die verborgene Weisheit Gottes zu finden. In diese Worte, verbunden mit heute der Person des Herrn Jesus Christus. Und er ist diejenige, die die Worte Gottes hat bewahrt durch seinen Geist. An jeden Philosoph, die Wahrheit sucht. Das ist die Frage, suchst du Wahrheit oder nicht? Weil dein Wort ist die Wahrheit. Und für diejenigen, die sagen, ich nehme es nicht so ernst, muss ich eine Warnung noch am Ende aussprechen in Sprüche 13, 13. Wer das Wort verachtet, inklusive das Buch Sprüche, der verachtet, verderbt sich selbst. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird vergolten. Lerne zu handeln nach diesem Buch, das wird immer ein Segen sein. Ich möchte abschließen mit einer Warnung aus Sprüche 30, Vers 5 und Vers 6. Für diejenigen, die gerne einen anderen hebräischen Text oder eine Septuaginta-Bibel oder eine Übersetzung nehmen. Alle Worte Gottes sind durchläutert und sind ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tue nicht zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und wirst lügenhaftig erfunden. Vater, wir danken für dieses wunderbare Buch. Wir beten, dass alle, die suchen nach Wahrheit sind, von dieser Lehre, die du hier gibst, verbunden mit der Lehre des Herrn Jesus Christus, wissen dann, ob diese Lehre von dir kommt oder aus, dass Leute sind, die von sich selber sprechen, sodass sie spüren dürfen, dass Jesus die Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass dein Wort die Wahrheit ist für deutschsprachige Leute, die Heilige Schrift.
Bitte segne dein Wort und hilf uns anzuwenden und weiterzugeben in den letzten Tagen. Wir danken nochmals für deine Hilfe und fragen deinen Segen so auch für die zweite Stunde. In Jesu Christi Namen. Amen.